bestes Herbstwetter im Kellerduell in der Sachsenliga. Der FC Blau-Weiß Leipzig empfängt den FSV Neusalzer Spremberg am 6. Spieltag. Beide Mannschaften haben bisher nur einen Dreier eingefahren. Hinzu kommt aber, dass Blau-Weiß 2 Spiele weniger auf dem Konto hat als der FSV. Es geht also um wichtige Punkte in dieser besonderen Sachsenliga. Die erste Chance gebührt auch dem Blau-Weißen. Prochaska zum 1. und Prochaska zum 2. Doch beide Schüsse sind kein Problem für Halders und Skorra im Tor. Blau-Weiß beendete die letzte Saison auf dem 10. Tabellenplatz. Auch ein Verdienst von Trainer Olaf Kaplik in der schwarzen Weste und Co-Trainer Sven Haffranke. Auch André Kohlschütter hat einen großen Erfolg gefeiert. Seine Mannschaft beendete die letzte Saison auf dem 2. Tabellenplatz. Und sein Team kommt auch nach vorne. Die erste Offensivaktion von David Heist aus der Distanz. Aber Markus Herrmann macht sich ganz lang. Heist hat bereits mal 1:3 gegen Wilsdruff getroffen. Danach bekommt der FSV einen Freistoß. Paul Kant mit der Hereingabe auf Halders mit dem Kopf. Der Ball trifft den Pfosten, aber das Schiedsrichtergespann entscheidet auf Abseits. Es ist eine ausgeglichene erste Halbzeit im Stadion der Freundschaft. Beide Mannschaften haben Chancen, auch Blau-Weiß. Ingo Steeb, der Kapitän, dribbelt sich nach vorne und versucht es selber, doch scheitert am Scorer. Der junge Keeper hat den Vorzug vor Röhricht erhalten und ist einer der Gründe, warum der Mann im Häuschen wenig zu tun hat. Zur Halbzeit steht es 0:0. Nach der Pause verändert sich die Partie, denn Blau-Weiß macht sich das Leben selbst schwer. Beispiel diese Einladung von Marko Arsenjewitsch, der nimmt Paul Jokuschmidt und dieser nimmt diese Einladung dankend an. 1:0 für den FSV, nur 2 Minuten nach dem Wiederanpfiff. Paul Jokusch und Radoslav Sarelo bildeten die beste Offensive der Mannschaft in der vergangenen Saison. 10 Tore haben sie jeweils erzielt. Sarelo spielt jetzt bei Neugersdorf und Jokusch erzielt sein erstes Saisontor. Und dieses wird natürlich gefeiert und auch notiert im Blog von Trainer Kohlschütter. Er kann zufrieden sein mit dem Blitzstart seiner Mannschaft. Blau-Weiß sucht danach nach einer Antwort auf diesen Rückstand und sie beginnen die Suche auf der rechten Angriffsseite. Von dort aus landet der Ball in der Mitte. Dort wird er erstmal weggeschlagen, doch John Felix Reiniger versucht es direkt. Doch dieser Ball ist kein Problem für Scorer im Tor. Danach ist es nur noch der FSV, welcher gelungene Offensivaktionen aufweisen kann. Pavel Free hat auf der linken Seite viel Platz. In der Mitte steht Kamil Kurjanovic. Er bringt den Ball, die Hereingabe ist schwach. Doch Max Arsenjewitsch macht es ganz gefährlich. Doch rettet im letzten Moment vor dem 0:2. Kurjanovic ist fassungslos, denn er wird vor seinem 5. Saisontreffer bewahrt. Gegen den Radebeuler BC hat er einen Hattrick erzielt. Olaf Kaplik sieht, wie seine Mannschaft immer mehr vom Spiel verliert und sieht auch diesen Freistoß. Paul Kant und Paul Jokusch stehen bereit. Es macht Paul Kant und wie er es macht! Kant unter die Kante und zum 2:0 für Neusalzer Spremberg. Da hat der Mann aus der Jugend von Hansa Rostock den Keeper auf den komplett falschen Fuß erwischt. Der Ball ist möglicherweise auch noch abgefälscht. Nichtsdestotrotz ein super Freistoß. Blau-Weiß wirkt danach von der Rolle. Der FSV tanzt sich durch und kann sich bei einem Ballverlust den Ball immer wiederholen. Kant holt sich den Ball und spielt auf Philipp Pinkert. Der bekommt den Ball und lupft ihn zum 3:0 und zur vorzeitigen Entscheidung. In der letzten A-Jugendsaison hat Pinkert in 9 Spielen 14 Tore und 4 Vorlagen erzielt. In der Saison davor waren es 24 Tore und 15 Vorlagen in nur 8 Spielen. Unglaubliche Zahlen, die er dort erzielt hat. Zum Ende der Partie kommt es nochmal zu einem unschönen Höhepunkt. Protagonist ist Keeper Herrmann, der Free sehr rabiat umlegt. Und der Schiedsrichter hat keine Wahl, zeigt ihm die rote Karte, die berechtigte Entscheidung, da übertriebene Härte. Und letzter Mann, die Wiederholung zeigt auch, der Ball hat in dieser Situation gar keine Rolle gespielt. Und somit wird der Keeper in den letzten Sekunden des Spiels vom Felde verwiesen. Danach passiert nichts mehr, der FSV gewinnt verdient mit 3:0. Die Stimmen zum Spiel hört ihr jetzt von Co-Trainer Sven Haffranke von Blau-Weiß und FSV-Trainer André Kohlschütter bei Finn Sasse. Wir haben leider heute nicht das auf den Platz bringen können, was wir letzte Woche auf den Platz bringen konnten. Physisch und auch spielerisch. Am Ende etwas zu hoch verloren, meiner Meinung nach, aber verdient. Wir wussten, dass wir hier nicht mit viel Selbstbewusstsein herfahren, ne, nach 5 Niederlagen in Folge. Deswegen war es für uns extrem wichtig, dieses Spiel zu gewinnen. Und ich denke, die Mannschaft hat das so gut umgesetzt und hofft, macht dann in den nächsten Wochen da weiter. Das Ziel für beide Mannschaften ist die Meisterschaftsrunde. Dann hat man mit dem Abstieg nichts zu tun. Der FSV ist diesem Ziel 3 Schritte näher gekommen. Doch auch für Blau-Weiß ist noch alles drin in dieser Saison.